So. Okay. Kleines, wo bist du? Ah. Toll. Der hat Fallenbolzen gehabt. So. Ich bin soweit. Ja. So. Einmal Auto hacken und ein zweites Mal Auto hacken. Ja. So. Ach toll, da ist jetzt einer. Ich bin soweit. Hey, jetzt haben wir aber Fallenbolzen, ne? So. Gehen wir, Mr. Bubbles. Oh, können wir den reaktivieren? V. Oh ja. Uiuiuiui. Ich bin soweit. Du bist soweit, Kleines? Ja, das freut mich. Ah, super, dann nehmen wir das gerade mal mit, ne? Boah, was bin ich froh, wenn wir hier durch sind. Komm, gehen wir. Nein, nein, nein. Boah. Wieso fliegen denn die Dinger von denen immer weg? Komm, Mr. Bubbles. Das ist ja total kurios. Das war mir vorher noch gar nicht so bewusst. Oh. Komm, hallo. Na du. Gehen wir, Mr. Bubbles. Von Atlas und seinen Parasiten. Oh. Den hacken wir gerade mal einfach so, ne? Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt und ich würde ganz gerne die Auto-Hacker noch ein klein wenig später verwenden. Ah, gut, okay. Einmal so und... Ach, wo ist es denn? Da. Gut. So. Das wäre erstmal erledigt. Nein, 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 nein. Ja, komm, das machen wir auch händisch, ne? So, da haben wir dann nochmal Raketenwerfer. Ja, so. Ja. Wir haben irgendwie nicht wirklich sehr viele Dings. Wir haben genau genommen gar keine. So. So. Und jetzt brauchen wir noch so eins. Das war ja mal ein bisschen komplizierter als sonst. Wem? Ich bin soweit. Wem soll ich wehtun? Kann mir das mal einer nochmal verraten? So, hier ist das Ding. Ich bin soweit. Ja, da macht die Tür auf, Kleine. Mach die Tür auf. Oh, 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 oh. Komm, Mr. Bubbles. So, das wäre gehackt. Ja, komm. So, mit zwei Auto-Hackern, da bin ich mir jetzt ein bisschen unsicher. Deswegen machen wir jetzt hier ein klein wenig Hackarbeit. So, hier. So. So. Ich bin irgendwie gerade etwas blind. So, dann so, so und... Echt jetzt? Gut. Meine Güte, diese Heckrätsel werden ja auf die letzten paar Minütchen dann doch nochmal irgendwie richtig anspruchsvoll. Ich bin so geil.
Boah. Gehen wir, Mr. Bubble. So. Ja, ja, wir. Ich bin unter. Oh, toll. Unter Wasser ist der Typ ja richtig schnell. Ja, ja. Komm, gehen wir. Hilfe! Hilfe! Er tut mir weh! Er tut mir weh! Nein, tut er nicht. Gehen wir, Mr. Bubbles. Ja, kommt her. So, dann haben wir zwei. Zwei sind besser als eins. So. Ich bin soweit. Nicht vorlaufen, Kleines. Gehen wir, Mr. Bubbles. Die macht es einem echt nicht einfach. Und noch ein Geschütz. Ja. Die macht es einem echt gerade nicht einfach. So, hä? Da. Ich mag solche Beschützungsteile nicht. So super. Ah, toll. Falsche Taste. Der ist drauf, Mr. Bubbles. Du hast sie ganz gestohlen. Boah, nein! Hörst du damit auf? Meine Güte! Ich bin soweit! Ja, bitte, bitte keiner mehr. Bitte hier keiner mehr. Fuchst du? Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte, bitte, bitte nicht. Bist du fertig, Kleine? Danke. Er sieht traurig aus, Mr. B. Ich bin soweit. Danke. Ja, du darfst nicht sterben. Dir darf nichts passieren, okay? Ich bin soweit. Boah. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal eins. Normalerweise hat man ja meistens so dreimal, ne? So. Ich speichere mal ganz kurz. Puh, also noch so ein Ding und die ist tot. Was hatte der gegen uns? Kann mir das mal einer verraten? Die Mädchen bleiben besser bei dir, Mr. Bubbles. Lieber bei dir, als allein in der aufziehenden Dunkelheit. Ja. Komm, meins. Zeit, ein bisschen zu träumen. Was soll das heißen, diese dämliche Szenerie hier, dieses... Das Ding hat jetzt hier ein Ende. Komm, gehen wir! Ja, wo bist du denn? Hier, komm. Komm. Komm, Kleines. Zeit zu schlafen. Gehen wir, Mr. Bubbles! Boah. Doch nicht. Hallo? Ich bin soweit. Mein Portemonnaie ist voll. Oh nein. Da drauf, auf der anderen Seite ist Feuer. Nicht sterben, Kleines. Ich bin soweit. Boah. Ja, mit der Dose wäre vielleicht ein normaler Arbeiter zufrieden. Oder so ein Büro hängt. Aber ich brauche mehr. Mehr. Ich will mich so lange.
langen Pleiten, bis nichts mehr da ist. Ja, komm, nehmen wir. Super, Brandbolzen, die brauche ich auch jetzt. Okay, der will sich so lange spleißen, bis nichts mehr da ist. Gehen wir, Mr. Jetzt ist es nicht mehr weit. Fontaine ist ganz in der Nähe. Von Atlas und seinen Parasiten. Ich habe das Gefühl, der... Die Nadel der Little Sister benutzen, um Fontaine sein Adam herauszusaugen. Das ist der einzige Weg, ihn zu besiegen. Okay. Super. Dann tun wir das doch, ne? Steck sie dem bösen Mann rein. So. Fontaine wartet oben. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Vergewissere dich, dass du bereit bist, ihm gegenüberzutreten, bevor du weitergehst. Ja. Okay. Was haben wir hier noch? Ja. Alles voll. So, Splittergranate. Ja. Dann würde ich mal sagen... wir gucken noch mal ganz kurz in der Genbank. Hier, da. Was haben wir denn da? Hacken müssen wir wahrscheinlich jetzt nicht mehr, ne? Hier, Sicherheitslücke brauchen wir auch nicht. Blutdurst. Wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel zufügst, naja. Werden wir Fontaine mit dem Schraubenschlüssel behaken? Wahrscheinlich nicht. Hier, Sportboost. Nee. Extra Nutrition Eve. Da ist nichts drin, was wir jetzt... was ich großartig ändern will. Da. Hier. Verringert massiv allen physischen Schaden. Damage Research 1. Ja, Range Lurker. Statische Entladung 2. Körperpanzerung. Statische Entladung. So. Das machen wir auch nochmal. So, zurück. Dann werden wir wenigstens, dann machen wir immer statische Entladung und hauen dann irgendwie drauf. So, was haben wir denn hier? Das da, das da. Das sind hier die Techniker. Naja, die brauchen wir ja nicht. Puh. Auf zum Endkampf. Moment. So. Alles nochmal nachladen. Wärme suchen, nehmen wir, ja. Nehmen wir Explosivschrot erstmal. Antipersonenpatronen. Ich glaube, der Fontaine ist trotzdem immer noch eine Person. Toll, da haben wir keine. Und los geht es. Da sind wir mal gespannt. Ja, das ist der Fontaine. Ja, der ist relativ groß geworden, würde ich mal sagen, ne? Okay, ein Arena-Kampf, ne? Okay. Machen wir. Und... wir saugen das Adam ab. Und... oh, das tut mir aber leid.
Hä? Was haben wir jetzt gemacht? Ach, der haut sich jedes Mal wieder dahin und will dann... Nein, 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 nein. Ach, wieso knie ich mich denn jetzt hin? Nein, 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 nein. Hä? Ja, ja. Das machen wir auch direkt. Bombs. Glaubst du, ich wäre allein auf dieser Welt? Ich habe jede Menge Schläger, die mich beschützen, während ich neue Kräfte sammle. Was? Nein, 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 nein. Wo ist er denn? Boah, da sieht man doch überhaupt nichts mehr. Und jetzt habe ich dich aber. Boah. Da muss man sich echt konzentrieren. Deswegen, wenn ich jetzt ein bisschen weniger sage, tut mir leid. Na, komm. Komm her. So. Haha. Und... Saug, saug. Bam. Ich habe dich erschaffen lassen. Ich habe dich an die Oberfläche geschickt. Ich habe dich zurückgeholt und dir gezeigt, was du bist und was du kannst. Sogar das Leben, an das du dich zu erinnern glaubst, ist etwas, das ich mir ausgedacht und dir in den Kopf tätowiert habe. Also... Upsi! Ja, die können das halt besser als wir. Man hat dir die ganze Stadt angeboten. Und du hast sie abgelehnt. Und was hast du stattdessen gemacht? Das, was ich von dir erwartet habe. Du hast sie gerettet. Du hast ihnen das eine gegeben, was man ihnen weggenommen hatte. Eine Chance. Die Chance zu lernen. Die Chance, Liebe zu finden. Zu leben. Und was war am Ende deine Belohnung für alles? Du hast es nie erzählt. Aber ich glaube, ich weiß es. Eine Familie. Ja, das war Bioshock. Ich hoffe, euch hat es gefallen und dass wir uns bei Bioshock 2 wiedersehen. Also auch der Remastered-Version. Bioshock, das Ende, gibt mir immer noch ein bisschen Gänsehaut. Also ich finde das gute Ende super. Ich muss sagen, ich habe die anderen beiden nur in Videos gesehen. Ja. Da sind alle Little Sisters jetzt erwachsen geworden, haben geheiratet und so weiter und so fort. Ich frage mich immer noch, ob sie in ihrer Freizeit gerne irgendwelche Sachen irgendwo, also
Leute anpieksen und so. Naja, weil die Tannenbaum hat ja gesagt, das kriegen die irgendwie nicht raus. Eines der besten Spiele meiner Meinung nach, die im letzten 15, 20 Jahren, keine Ahnung, rausgekommen sind. Und für mich persönlich eine der coolsten Settings aufweisen und ja, ich kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel dazu sagen. Ich lasse euch noch die Credits sehen und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Euer Hisho. Ciao.